Liebe Bürgerinnen und Bürger, Mitstreiter, Genossinnen, ein ganz kurzer Gruß auch an die Damen und Herren des Verfassungsschutzes. Ihnen rate ich, genau zuzuhören, denn da Sie heute hier einiges Vernünftiges hören können. Wieder einmal müssen wir uns versammeln, um der NPD entgegenzutreten. Die ist in den vergangenen 50 Jahren, die ich aus eigener Anschauung überblicken kann, mal brachial aufgetreten, begleitet von Springerstiefeln, Glatzen und uniformiert mit Koppel, Helm und Schulterriemen, mal in der Maske des freundlichen alten Herrn, dem die deutsche Jugend, die deutsche Frau und Mutter und deren Familie am Herzen liegen, mal als guter Nachbar, der die Kohlen hochholt und ein guter Stammtischkumpel ist. Stets völkisch, nationalistisch, militaristisch, ausländerfeindlich und antisemitisch. Gewalttätigkeit war immer ein Begleiter dieser Partei und ihres Umfelds. Diese Gewalt richtet sich gegen Fremde, Ausländer, Linke, Juden und alle, die als volksfremd oder volksfeindlich angesehen werden. Ihre Veröffentlichungen hetzen gegen das vereinte Europa. Dabei wird verschwiegen, dass die Reisefreiheit in Europa und viele andere grenzüberschreitende Freiheiten natürlich auch Kompromisse verlangen, um mit allen zur Einigkeit zu kommen. Mir ist eine gerade grüne Gurke lieber als Schlagbäume an den Landesgrenzen, an denen man angehalten wird, sich ausweisen muss und nach Weg, Ziel und Zweck ausgefragt wird. Das jetzt wieder durch die Medien gelaufene Bild von den Nazisoldaten, die an der polnischen Grenze am 1. September 1939 den Schlagbaum aufbrechen, ist Symbol für den Zusammenhang von Abgrenzung und Krieg. Entschuldigung. Von dieser europäischen Freiheit, die ich gerade angesprochen habe, profitieren übrigens auch die für die heute angekündigten prominenten Rechtsextremisten aus anderen europäischen Staaten. Sie können einreisen, ohne dass sie kontrolliert und gefragt werden. Lassen wir uns nicht irre machen von denjenigen, die Volk und Volkstum beschwören und dabei Ausgrenzung, Diskriminierung, Vorurteile und Hass befördern. Unsere polnischen Freunde, die wir regelmäßig in Auschwitz und in Krakau treffen, sind darüber mit uns einig, dass völkische Hetze, Abgrenzung und Pflege gegenseitiger Vorurteile Gift sind für den Frieden in Europa. Diese Erfahrung ist deshalb besonders beeindruckend, weil Menschen eines Staates mit uns Gemeinsamkeit beschwören, die, wie auch deren Eltern, vorgesehen waren als Sklavenvolk für den NS-Staat. Hier heute zu stehen, ist ein Beitrag, die Verpflichtung zu erfüllen, die die Überlebenden des Konzentrationslagers Buchenwald nach ihrer Befreiung formuliert haben, da drüben steht's: Die Vernichtung des Narzissmus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Vielen Dank.